Servus, Freunde des Ballsports. Morgen ist es soweit, der FC Bayern München trifft auf Borussia Dortmund um 18.30 Uhr im Klassiker in der Bundesliga. Und selten war wahrscheinlich so viel Brisanz in diesem Duell, wie es morgen der Fall sein wird. Denn nicht nur, dass dort auf jeden Fall die Vorentscheidung für die diesjährige Bundesligameisterschaft fallen wird, nein, es kommt auch zum Wiedersehen zwischen Thomas Tuchel und seinem Ex-Verein Borussia Dortmund und zu seinem ersten Pflichtspiel. Und da ist natürlich die Frage, wie wird Thomas Tuchel den FC Bayern München aufstellen, dass man letztendlich auch diese Partie für sich gewinnen kann. Ein kleiner Vorblick dazu hier heute in diesem Video. Vorab wie immer die Info, lasst dir gerne ein Abo da, um nichts über die Bundesliga zu verpassen. Nur circa 20% meiner Zuschauer mich abonniert, deswegen gerne ein Abo dalassen. Aber damit auch schon zurück zum Thema. Ja, die ein oder andere Verletzungssorge, die plagt natürlich auch noch den FC Bayern München. Darüber gab es ja schon einiges zu berichten, aber jetzt müssen wir auch mal ein bisschen auf die Taktik schauen. Wie kann Thomas Tuchel aufstellen? Klar ist, dass wahrscheinlich Leroy Sané eine zentrale Rolle in seinem System spielen wird. Der soll jetzt wieder richtig wichtig werden. Ähnlich sieht es wohl auch bei Sadio Mané aus. Aber bevor ich jetzt hier weiter noch wir rumrede, fangen wir doch einfach mal mit dem System als solches an. Jahrelang hat der FC Bayern München eigentlich immer im 4-2-3-1-System gespielt, aber seit dem Abgang von Robert Lewandowski hat man da mal sich so ein bisschen ausprobiert. Zuletzt immer wieder die Dreierkette. Die Dreierkette war zuletzt auch in der Champions League natürlich absolut präsent und ich persönlich gehe auch davon aus, dass Thomas Tuchel hier nichts dran ändern wird, denn never stop a running system und er wird wieder auf die Dreierkette setzen. Denn er hat es schon so ein bisschen auf der Pressekonferenz ganz zu Beginn angedacht. Er hat gesagt, er wird nicht so viel ändern wollen bis zum ersten Spiel, geht auch gar nicht. Er trainiert ihn mit den Spielern einmal, wenn es teilweise hochkommt, 2 bis 3 Mal, bevor man überhaupt dieses Spiel gegen Borussia Dortmund bestreitet. Da kann man taktisch gar nicht so viel umsetzen. Deswegen für mich ganz klar Jan Sommer, De Ligt, Upamecano und Pavard. Das ist auf jeden Fall die Eierbank hinten, auf die man aktuell setzen kann. Alle drei bringen absolute Weltklasse-Leistungen. Und dann kommen wir vielleicht auch schon zu einem der Knackpunkte in diesem System. Denn wird er zum Beispiel Kingsley Coman spielen? Das ist natürlich aktuell noch so ein bisschen fraglich, denn man darf hier eigentlich nicht so offensiv in die ganze Materie reingehen. Deswegen bin ich jetzt hier mal mit Davis und Cancelo gegangen. Für mich eben die deutlich bessere Alternative, als es jetzt beispielsweise mit Gnabry oder Coman gewesen wäre, weil man dann doch noch die defensiven Qualitäten von Cancelo und Davis auf jeden Fall nutzen kann. Beide haben natürlich auch einen extremen Drang nach vorne und sind offensiv auf jeden Fall auch sehr stark. Aber sie können eben auch die wichtigen Wege nach hinten machen und die muss man in solch einem Topspiel auf jeden Fall machen. Über die Sechserposition braucht man, denke ich, nicht reden. Goretzka, Kimmich, ganz klar, da wird man keine Experimente mit Gravenberg oder sonst was eingehen. Wenn Goretzka eben fit genug ist, Stand jetzt, sollte das eigentlich so sein, wurde zumindest nichts Gegenteiliges behauptet. Dann sollte der auf jeden Fall neben Kimmich spielen. Und dann geht es auch schon so ein bisschen mit Spannung nach vorne. Ich habe schon mal gesagt, Mané wird eine Rolle spielen, Sané wird eine Rolle spielen. Aber meiner Meinung nach wird nur einer der beiden spielen. Denn für mich ist eben Thomas Müller gesetzt. Der wird auf jeden Fall spielen, so zumindest mein Erachten. Und vorne im Sturm wird Choupo-Moting spielen. Dementsprechend bleibt ja nur noch eine Position übrig und da wird Sané spielen. Wenn es zumindest nach meiner Prediction jetzt geht, habe ich auch schon andere gelesen, wo dann beispielsweise ein Mané gespielt hat und Sané auf der Bank. Aber bei Sané hatte man natürlich den Vorteil, er hat jetzt ein bisschen mehr Training mit Tuchel machen können. Vielleicht hat er ihm den ein oder anderen Rat schon mal gegeben und die ein oder andere taktische Anweisung so ein bisschen eingepflegt. Und Mané, der ist jetzt ja erst verspätet wieder von der internationalen Länderspielpause zurückgekehrt. Von daher wäre das hier die Aufstellung, die ich nutzen würde, um gegen Borussia Dortmund zu spielen. Es wäre damit kein taktisches Experiment. Ein taktisches Experiment wäre für mich, wenn man zurück auf die Viererkette stellen würde. Und so sehe ich die Bayern sehr, sehr gut gewappnet für den Klassiker am morgigen Abend. Was meint ihr? Stimmt ihr mir dazu oder würdet ihr nochmal ganz anders aufstellen? Wen würdet ihr spielen lassen, wen nicht? Gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin gespannt. Bis dahin, Leute. Ciao.